Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberschleißheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind unterwegs mit der Ortschaft der Woche in Oberschleißheim. Da gibt es auch die Oldtimer-Freunde, was nicht über das Alter aussagt, wie alt die Herren sind, sondern wie alt die Fahrzeuge sind, die sie sammeln und voller Leidenschaft auch noch fahren. Auch das ist ein Fahrzeug, ein bisschen älter schon, und nützt denjenigen, die Durst haben. Gell? Da ist nämlich schon. Servus, Böhmer, haben wir Deri. Hallo. Grüß dich, wird schon angezapft, hoffe ich, oder? Ja, dann zapfen wir auch, oder? Grüß dich, wer bist du? Ich bin der Rudi. Das ist der Rudi, der Batzer Rudi. Der Batzer Rudi, ich bin der, der Gründer von die Oldtimer, vom Oldtimer Club. Aber nicht von deinem Alter her gesehen, nein, Rudi, und gell? Das haben wir 1984 haben wir den Verein gegründet. Ja. Da mit meinen Freunden, mit dem Peter Dänemark. Da warst du ja auch noch da, oder? Ja, aber Deri, wer bist du? Ich bin der Peter Dänemark. Das ist der Peter. Und der Bur ist jetzt mit dem, was wir telefoniert haben, das ist der zweite, der neue Präsident, weil er nicht mehr hat. Echt? Habt ihr jemanden suchen wollen, war? Ein junger Burschen? So habe ich 10 Jahre gemacht, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Ja, freilich, ich bin mir ein bisschen ums Geschäft gekommen, weißt du? Lass mal die anderen noch vorstellen. Du bist der? Hans Stellwag. Servus, Hans. Auch Gründungsmitglied. Auch Gründungsmitglied. Ja. Und irgendeinen Posten übernommen, der verantwortungsvoll ist? Ja, kann man so sagen. Genau? Rechnungsprüfung. Das ist wichtig, wichtig. Und du bist der? Ich bin der Aar Josef, Servus. Ich war mal der Schatzmeister. Auch 10 Jahre das mitten. Ist wichtig. Ja. Gibt es sonst noch Posten? Auch noch Gründungsmitglied? Ja. Sind ja alles Gründungsmitglieder. Alles. Kommen denn Junge nach bei den Oldtimer-Freunden? Sind Junge nach, darum hat er ja aufgehört gehabt und hat meinen Bub genommen. Der ist der Jüngere, der muss jetzt das weitermachen und haben so eine neue Vorstandschaft. Der darf das weitermachen. Darf das weitermachen. Und das passt aber recht gut und so steht er hin. Warum tät's mal anzapfen, wenn du tust, Teddy? Der Rudi auch. Da ist auch Rudi. Weil wir kommen ja nicht umsonst. Ja, wir wollen ja wissen. Das gehört auch dazu. Habt ihr den Wagen immer dabei, wenn ihr dann unterwegs seid? Ist dabei. Ja? Wer fährt den dann, der nicht anzapft, oder? Rudi, du? Ja, oder ich. Wer bloß alle Massel hat, oder? Der darf fahren. Vorlauf raus. Geht schon? Und der Wagen, so, zum Beispiel jetzt vom der Rudi und fahren ein paar und der Sepp, die fahren alle Jahr in die Schweiz mit den Wagen, weil da wird Wiesen nachgemacht und das ist vom Hofbräuhaus in Davos. Und der Hofbräuhaus ist ja der Sponsor auch mit. Ja. Und dafür müssen die in die Schweiz fahren und müssen da 2 Tage, 3 Tage ausschenken. Und dann fahren sie wieder zurück. Gell? Das müssen ist immer so ein Wort, was in eurem Fall irgendwie grotesk klingt. Weil ich glaube, es hat schon was mit dürfen und unbedingt wollen zu tun, oder? Nein, also wir haben da halt einen rechten Spaß. Wir fahren aber zu dritt dann rüber. Ja. Und das Lustigste ist, halt, wenn wir über den Vuela-Pass drüber fahren. Mhm. Also wir haben keinen Stau. Keinen. 800 aber und 2000 Meter hoch. Aber hinter uns genügend. Wir ducken mal ein wenig langsam hoch. Wa? Wir fahren da mit dem ersten Gang rauf. Ja, ja. Apropos ducken und erster Gang, das haben ja so Oldtimer so an sich. Das ist aber gerade das Schöne daran, oder? Das ist schon das Schöne, aber bei weiten Strecken musst du halt schauen, dass du ein Auto hast, das wo mal ein bisschen schneller geht, als man da in der Gegend umeinander duckert. Und darum haben wir den Abschleppwagen dabei, weil manchmal von den Alten verreckt was und dann musst du wieder mit heimgebracht werden. Nur in jetzt. Ja, das ist von der. Servus, wer bist du? Ich bin der Gerhard, ich bin der Kassier. Da geht es viel um Geld bei euch, ja. Fällt mir gerade auf. Das waren die Alten, die Ersten. Ja. Und jetzt der Neue, wo der Bub gesagt hat, jetzt der Neue Präsident, ist das der nächste Schatzmeister seit der neuesten Saison. Mal, wie muss ich mir denn so ein Vereinsleben bei den Oldtimer-Freunden vorstellen? Also erstens mal Leidenschaft, Oldtimer sammeln, anschauen, kaufen, herrichten. Ja. Da haben wir einmal im Monat haben wir einen Clubabend. Clubabend? Da treffen wir uns im Bürgerhaus. Mhm. In Oberschleißheim. Mhm. Und dann haben wir dreimal im Jahr eine Eintagesausfahrt. Da fahren wir irgendwo hin, ein bisschen kulturell, Kirche anschauen. Und Kirchen anschauen. Museum und so weiter, das machen wir halt. Dann haben wir einmal im Jahr eine Zweitagesfahrt. Da fahren wir dann fort. Das letzte Mal waren wir in Kelheim. Da haben wir dann noch eine Schifffahrt gemacht auf der Donau. Also wunderbar. Und fahren Sie dann da mit den Oldtimer hin? Ja, da fahren wir mit den Oldtimer hin. Mhm. Ja.
Ja, und mal mitnehmen. Apropos Frauen, wie ist das so? Sind das dann die netten Beifahrerinnen? Ja, die dürfen mitfahren natürlich. Die dürfen auch recht viel arbeiten. Ja. Weil wir brauchen die Frauen ja überall. Ja, ja, freilich. Und wir haben dann ja zum Beispiel, jetzt haben wir wieder im Juni das K&Bike-Treffen. Das ist, das ist beim TÜV drüben. Ja. Und dass wir ein bisschen Geld reinbringen, müssen die Frauen Kuchen machen. Die, die wir dann wieder verkaufen können, müssen ein bisschen zusammenräumen mithelfen. Also die sind schon... Hör mal ganz ehrlich, aber die sind froh, dass sie in so einem Verein sind, weil dann Satz verrammt. Ja, es ist ja so. Ich schramm halt auch wie recht viel am Wochenende. Es sind ja ein paar Schlitzern auch dabei, die wo sagen, wo Kontrolle dann dabei sein muss. Gell? Das Brali, ein paar. Aber wenn man so lange jetzt da schon so dabei ist, also ausdrehen will man ja nie. Das ist, also wenn man sagt, man gibt es an Jüngere weiter, kann man das so angeben? Oder ja, sagt man die ganze Zeit, nein, ich hätte das jetzt anders gemacht? Nein, wir haben schon Junge dabei. Also die sind schon sehr gelehrig, die lassen sich schon was sagen. Also so ist das ja nicht. Sind ja als Junge schon mit dabei gewesen. Aber man muss auch eins sagen, wir kommen ja da auch nicht mehr so mit, weil die heutigen Autos, was da ist, Computer und Zeug, was da alles drin ist, das kriegt auf uns schon gar keiner mehr mit in die Alter. Ich fahr ja Oldtimer. Für mich war das auch so richtige Gefährte. Die ganze Hightech-Anlage käme ich gar nicht mehr aus. Da kann man schon noch schrammen. Aber das sage ich ja bei den neuen Fahrzeugen. Das kommen fast schon gar keine Oldtimer mehr werden, weil mit der ganzen Elektronik, mit den Sachen, gibt es ja später. Wenn da was kaputt geht, kriegst du gar nichts mehr. Gell? Und musst das, das, erste? Das erste Bier ist doch ganz klar. Ja. Wir sagen jetzt nicht die Uhrzeit. Das ist, man nennt das Frühschoppen hier in Oberschleißheim. Dankeschön, jetzt probiere ich gleich mal. Was ist mit euch? Ja, der Schinken da. Schau, da bleibt der Stell, die anderen kriegen nichts. Du musst schon irgendwas da, gell? Warte, ob es schmeckt. Nicht, dass man trinkt, gell? Nicht, dass uns da nichts mehr. Das geht immer. Das geht ja immer, gell? Ja. Jetzt wollen wir uns natürlich auch mal die Oldtimer ein wenig anschauen. Im Winter, in die ruhigen Zeiten, wo die Autos in der Garage stehen, da machen wir dann so Lehrgänge. Wir waren jetzt voriges Jahr waren wir beim Roten Kreuz, haben wir wieder den Auffrischungslehrgang gemacht für Erste Hilfe, also den großen Kurs, nicht erst den kleinen, sondern zwei Tage waren wir da in Unterschleißheim beim Roten Kreuz, haben wir da das Ding, dann machen wir im Winter dann einmal einen Schwarzkurs, dann waren wir Da willst du doch hier nicht mehr lernen, das kennt ihr ja doch. Auffrischung. Nicht alle. Gibt es neue Techniken, die man erlernen muss? Wir haben ja ein paar Bürohengsten, was ist Bleistiftspitze dabei? Linker Hand, Also die machen wir dann schon. Und dann waren wir halt einmal auch in so einer Lackierwerkstatt, wie wird der Tullen rausdruckt und beim Tullendoktor. Wie heißt der? Der Tullendoktor? Habe ich auch noch nicht gehört. Ein Tullendoktor. Ja, beim Hagelschaden, weißt du, die Tullen rausdrucken und den ganzen Scheiß da. Aber die Eier stehen doch geschützt in großen Garagen. Trotzdem, es wird einmal angefahren und so weiter, irgendwo, wo ein bisschen ein Schaden ist und so weiter. Warum, jetzt teilt es mal auf, dann schaust du mal an, da möchte ich mal die Gefährte sehen, wie im wer wo es gehört, gell? Freilich, weil das ist schon mal wichtig, was noch fahren darf. Die fahren alle. Fahren alle? Alle. Ja, da kannst du mich vielleicht schon mal mitnehmen. Na ja, wenn du heiratst, fahren wir mit der Tillisse. Aber dann ist es ja schon zu spät. Also zum Wohl erst einmal und gleich schauen wir rein, wenn wir nur rein finden. Ja, krieg uns, der Batzer kriegt uns. Die sind noch nicht so fit. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberschleißheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, es geht noch. Wir finden den Weg noch hinein. Ja? Dank dem Bier. So, da sind wir richtig. Jawohl. Wem kehrt denn da was? Hä? Also da, das ist die drei gehören mir da. Sauber, sag ich. Hä? Das ist die Tillisse, Baujahr 1913. Mit dem Auto hat der Henry Ford die Bandarbeit eingeführt. Das hast du. Das Wacherl hast du. Im Museum steht es drin, das ist 1920. Das hat schon Anlass und so weiter. Aber 15 Millionen hat es von denen gegeben? Hat es gegeben, ja. Super, schon dann. Was hast du den gefunden? Ich war da in Los Angeles einmal in Urlaub. Ah, ja. Und dann habe ich da unseren Amerikaner kennengelernt und dann da haben wir den verkauft. Aber das war ein totaler Schrott. Ja, der Klassiker Opel Olympia, schau nicht rein. Das ist. Wie findet man denn sowas? Gibt es da Spezialisten? Das Schnurrenherrn. Du mal, Fräule. Schnurren, das ist der richtige Ausdruck. Das war ein Scheunenfund. Ein Scheunenfund? Ja, und. Ja. Oder recht hau dich beieinander? Schlecht beieinander, ja.
Und das riechst du dann selber her oder hast du deine Experten? Ich selber, bis auf Polsterung und Lackierung, das kann ich nicht machen. Aber das andere, was motormäßig ist, das mache ich dann schon alles selber. Bitte erklären. Das ist halt eine Rarität, weil der wurde 1950 in geringen Stückzahlen gebaut. Ja. Und der hat einen geschlossenen Kofferraumdeckel. Früher und hinterher hat man dann einen Kofferraumdeckel aufmachen können. Aber nach dem Krieg hat man ja so viel gestohlen und eingebrochen. Da hat man gesagt, hat sich Opa gesagt, machen wir einen geschlossenen Kofferraumdeckel. Und das war aber kein Verkaufsschlager nicht. Ja. Und soviel ich weiß, hat Opel von dem Auto selber keins. Das hat mir mal ein Opel-Händler gesagt, der wollte mir das schon mal abkaufen, das Auto. Und du hast gesagt, nein. Das sind Feier, das ist aber dann wertvoll, du. Ja. Klär mich auf, DKW F7, Frau Schieder, keine Ahnung von Autos. Was besonders, denke ich, 80.000 nur? Schau. Das kleine Wunder. Das kleine Wunder. So hat man das früher geschossen. Ja. Das ist aber aus einem Dampfkesselwerk ist das einmal ganz, okay, ganz früher entstanden. Mhm. Und die bösen Zungen haben gesagt, die Kiste wackelt. Gibt es heute noch so Abkürzungen? Nein, aber das ist ein Zweitakter und der hat sich lang bewährt. 600 Kubik, da hat es die Reichsklasse und die Meisterklasse gegeben. Mhm. Die Meisterklasse hat 700 Kubik gehabt und die Reichsklasse 600. Jetzt möchte ich einmal grundsätzlich fragen. Ja, wenn man dann sowas findet und es steht dann wunderbar restauriert da, es läuft, es fährt, man sitzt drinnen, so ein Auto hat Jahre Geschichte auf dem Buckel. Ja, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da drin sitzt und dann so seine Strecken fährt? Ja, man hat meistens so jetzt in dem Baujahr, so wie die zwei sind zum Beispiel, das ist jetzt ein BMW 2000, da darf man sagen, Baujahr 1966. Das war das erste Kopieauto, wo BMW gebaut hat. Und dann ist das 2005er, 2008er, 850er gekommen. Mhm. Und wie man sagt, mit so einem Auto ist er in unserem Alter, ist man da aufgewachsen schon damit. Das verbindet dann, gell? Das verbindet dann schon mit. Und da haben wir halt restauriert und wieder hergerichtet gehabt, die Autos, weil da haben sie nicht viel Stück Bau von denen damals, die 2000er. Mhm. Und das zum Beispiel, der Austin Hilly, das ist, darum von der Jugend gewesen, darf man sagen, der Frosch, das Froschauge, so wie sie es genannt haben. Ja, ja. Das ist ein Baujahr 60. Aber das ist gerade da, wo man so wie zum Beispiel jetzt der DKW, das sind die Zeiten da, wo wir noch gar nicht da waren. Ah, wirklich? Ja, ja, da waren wir. Da waren sie nur flüssig, Burschen, oder? Aber da waren wir noch nicht da. Und mit den Sachen, mit dem Alter, ist man sozusagen mit aufgewachsen. Und das macht dann schon einen Spaß, wenn du dann so ein Auto hast, was dann früher mal ein Jugendtraum oder was war, wo du gesagt hast, bist du nicht schon gegangen, wie der aus den Hilli gekommen ist, oh, das war einmal ein Auto und so weiter. Das aber jetzt sagt mal, uns, meine Generation, ist nicht so weit von eurer Entfernung, so höre ich gleich. Nichtsdestotrotz, wir haben doch irgendwann mal die Oldies gar nicht mehr. Also die Autos, die jetzt sind, was soll denn da mal ein Klassiker werden? Nein, ist doch das schon, Schöne oder? Ist das, wenn man fortfährt und die Leute winken an. Weißt du, was sieht, besonders ist, ja, gell? Genau, man sieht einfach, das hat ein Flair, das Auto. Das ist einfach was Schönes. Da können die heutigen nicht mehr hin. Weil der Windkanal gibt ja nichts anderes her. Was sind die Autos, schauen alle gleich aus. Die haben zwar einen anderen Scheinwerfer und ein anderes Rücklicht und so weiter, aber in der Regel schauen sie alle gleich, weil der Winterkanal nichts anderes hergibt. Dann erhaltet halt bitte diese Mobile, gell? Schaut genau, weiter, dass du was Gescheites geht findest. Geht alles um CO2-Werte und so weiter. Ja, und bei aber uns die Umwelt ist halt nicht unbedingt. Bei unseren Autos ist es halt so, man sieht den Feinstaub. Ja, man riecht ihn auch und wenn er angelaufen wird, hört man schon. Ja. Gell? Boah, Zeit ist schon wieder vorbei, aber wir danken, dass man beiwohnen durfte. Erst einmal den schönen Autos, den Biere, was wir uns jetzt weiter zuwenden werden, liebe Zuschauer. Sie sind nicht dabei. Beim nächsten Mal wieder Ortschaft der Woche. Sagt Servus der eine, Habaderi. Bis zum nächsten Mal. Servus, servus. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberschleißheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche.